Hey du da, hast du neue Fortnite-Dances drauf? Wenn du der rote Ritter mir verletzt, vielleicht ein letztes Mal seine Gunst verweisen? Wenn du diesen Auftrag für mich erfüllst, werde ich dich in neue Tücher kleiden. Ui, neues Outfit. 4 Sterne für Schwierigkeit, damn. Ein Meer aus Tränen. Mein Schätzelein hat mich verlassen. Ich möchte nur noch kraftlos vor mich dahintreiben in der Schwärze des Meeres. Begleite mich in die Tiefe, oh roter Ritter. Gib dein Bestes, roter Ritter. Oh Gott, ich habe Angst, weil da stand 4 von 4 Sternen. Das könnte ein sehr anspruchsvolles und schweres Level sein, wo die ganze Folge lang dranhängen. Und man sieht auch, dass das jetzt kein Spaß hier wird. Oh Gott. Okay, was soll ich machen? Soll ich die Buhus killen, oder? Schätze ich jetzt mal. Ich fliege automatisch so ein wenig hier. Boing, boing, a boing, a boing, a boing, a boing, a bo 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 boing. War jetzt nicht schwer. Weiter geht's. Der geht nicht nach unten. Richtiger Troll. Er geht nach rechts. Und der geht nach links. Die ist noch ein Schuh, falls man seinen verloren hat. Wo ist er gerade? Ich sehe ihn nicht. Ich habe Angst. Wo ist er? Er ist despawned. Cool. Jetzt ist er da stuck. Okay, ich muss erstmal herausfinden, was hier gerade passiert. Okay, da kommen die ganze Zeit neue Schuhe raus, falls man seinen verloren hat. Alles klar. Ja, jetzt habe ich mir nämlich meinen verloren. Das kann ich den nämlich wieder nehmen. So, hier komme ich auf das natürlich nicht weiter. Deshalb muss ich hier irgendwie lang. Was mache ich hier? Ich kann hier nach oben, kann das machen. Dann ändert sich irgendwas. Er versucht ganz auf mich zu knallen, aber das schafft er nicht. Was? Oh, ich habe verkackt, oder? Ja, ich habe verkackt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich habe irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich hätte man den Panzer einfach runterschmeißen sollen und ich bin einfach lang gegangen, weil ich dachte, dass. Ach, keine Ahnung, ich bin dumm oder so. Sorry. So, hier einfach runterfallen lassen, das wissen wir jetzt. Zack. Zack, nach oben. Rein da. Und den allen auf die Nase hauen, nicht auf die Fräden. Das sagt man nicht. Das ist ein kinderfreundliches Spiel. Eins. Zwei. Oh, das gibt's noch nicht. Als ob ich das jetzt verkackt habe. Ich wollte so richtig cool und zwei, drei und sowas auch immer. Und dann verkacke ich es einfach. Oh man. Ist das blöd. So, und ich habe auch schon eine Idee, was ich als nächstes machen will. Nach Mario Maker. Ich habe sehr, sehr viele Steam Games und ich würde da sehr gerne ein paar von den Let's Playen. Und ich habe gerade gemerkt, die sind alle wieder respawned. Kann das sein? Oder kommt es mir gerade nur so vor? Ich glaube, die sind alle einfach respawned gerade. So, den nach oben schicken. Zack. Den hier nach oben schicken. Zack. Die mir ausweichen. Der geht nach hier tun. Mache ich so, ja? Was? Was ist denn da jetzt passiert? Ja, warte. Den muss ich mal runterfallen lassen. Dann so machen. Ihn dann kicken. Zack. Der fliegt dann nach unten. Oder auch nicht. Soll ich ihn dann machen? Ach, ihn aufsetzen! Oder? Yes. Ach, kann ich jetzt da runter? Das versuche ich jetzt. Ja, jetzt komme ich da runter zu. Ach, das muss ich machen. Ist gewollt. Und dann komme ich so, zack, dadurch. Ja. Und dann? Dann was? Ach, ich verstehe schon. Den hier muss ich hoch schmeißen mit meinem Helm. Wahrscheinlich. Gehe ich mal. Ja, man kriegt auch jetzt wieder einen neuen Helm. Zack, 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 zack. Da fliegt er wieder runter. Ja. Oh Gott. Das ist unfair. Das ist unfair. Hilfe. Ich brauche ein Schüchlein. Ein Schuschi. Ich brauche einen Schuh. Dankeschön. Aufpassen. Da kommt nicht mehr auf mich zu. Gut.
Interessantes Level bisher auf jeden Fall. Nicht schlecht. Aber bisher noch nicht ganz so gut, tatsächlich. Oh! Zumindest kann man sich hier wieder einen neuen Schuh holen, aber der ist etwas schwerer zu bekommen, weil er sich die ganze Zeit bewegt. Aber ich hab ihn. Der knallt auch ein wenig. Ich fände es viel besser, würden die dann sterben, nicht irgendwie eingeklammert, eingesperrt werden. Die können auch einfach sterben, die kann man einfach einquetschen. So, ich schätze mal, ich muss so machen, damit ich hier hochkomme. Und dann war's. Die kaputt machen. Oh Gott. Ich hoffe, ich mache was richtig. Bitte sag mir, ich mache was richtig. Ui, kann die hochschieben. Tschüss. Lol. Okay. Die Passage. Oh, das war gut. Das war richtig alles anscheinend. Yeah. Ach, ich verstehe schon. Die springen jetzt da nach oben und dann muss ich. Ja. Okay. Okay, okay. Was jetzt? Der wird mich nur abschießen wollen. Genau. Oh Gott, da kommt ein Schuh. Was soll ich machen? Soll ich noch auf ihn drauf springen? Oh, ich muss auf ihn drauf. Wusste ich nicht. Oh Gott. Ey, was. Ach, das ist doch. Das ist gemein. Das mag ich nicht an diesem Schuh. Dass man den nicht ohne Gegner spawnen lassen kann, glaube ich. Und das ist echt eine Scheiße. Muss man einfach so sagen. Und vorher ohne Feuerblume ist es echt nervig mit diesem Ding. So. Erstmal schauen, was es so gibt. Okay, von da kam ich. Den killen wir kurz, zack. Nerv nicht! So, ich bin gerade nicht ganz gesprächig, aber das müsst ihr verstehen. Ich bin gerade herausfinden, was das Level von mir will. Kann ich die killen damit? Nee, natürlich nicht. Soll ich ja nicht stacheln, weil sonst wird er verrückt. Das wollen wir natürlich nicht. Na komm, hau ab. Ah, da haben wir schon was freigeschossen, das war gut, okay. Neusch. Schnell durch. Ah, hier ist das Ziel. Ah, das finde ich ganz cool, dass das hier oben so zugebaut wurde. Das mag ich, das finde ich cool. Ja, wir haben es geschafft. Okay, 4 Sterne hat es nicht verdient. Als ein so schweres Level war es, jetzt fand ich das jetzt nicht. Und irgendwie hat es auch nicht das Level selber nicht gewusst, was es sein so wollte. Erstmal so am Anfang war da. Ja, obwohl, nein, das war die ganze Zeit ein Wasserlevel. Aber trotzdem war das irgendwie. Ach, keine Ahnung, ist ein cooles Level, sagen wir so ruhig. Froschhut haben wir bekommen, den sehen wir uns dann gleich mal an. Ja. Yeah. Sound so. So und so. So und so. Nice Pun. Ich danke dir, Roter Ritter. Alle Aufträge sind erfüllt. Ich sehe der Zukunft wohlgemut entgegen. Doch hättest du noch einen Augenblick für mich zu erübrigen? Ein tanzender Schalk sitzt mir in den Knochen. Möchtest du mein Disco-Fieber noch einmal miterleben? Ja, bitte. So sei es. Wieder einmal heißt es beim Glanz der Disco-Kugel. Oh yeah. Krass. Ihr könnt das auch immer in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Charaktere oder die Kleidungsstücke, die wir von den Charakteren bekommen, findet. So sieht der Hut aus. Der ist ganz cool sogar. Den nehme ich jetzt auch einfach mal. Warum nicht? Das ist ganz cool. Warum nicht? Vielleicht auch für ein bisschen anhaben und dann wieder ausziehen. Weiß ich nicht. Das ist ganz nett. Auf jeden Fall. Gut. Ganz sind wir noch nicht fertig mit den Secret Characters. Denn es gibt ganz links noch einen lila Toad und der wollte noch was von uns. Deshalb gehen wir danach erstmal hin. So, hier haben wir alles. Hier haben wir alles, alles, alles. Glaube ich, soweit, ja. So, ich bin gerade überlegen, was haben wir noch nicht? Außer den lila Toads. Sonst haben wir alles, ne? Was ist das hier eigentlich? Das frage ich mich die ganze Zeit. Was ist das? Sieht aus wie so ein Alarm oder so. Oder so eine Glühbirne. Ach, keine Ahnung, das sieht so seltsam aus. Hey, wenn wir diesen harten Glück, wenn wir
diese harten Blöcke kaputt kriegen würden, könntest du gegen die freundlichen Blöcke darüber springen. Ja, aber vielleicht ist es nicht wert. Stachy-Panzerbeschaffung. Diese freundlichen Blöcke werden von den nervigen harten Blöcken darunter blockiert. Aber selbst harte Blöcke sind nicht unkaputtbar. Mit einem Stachy-Panzer auf dem Kopf wäre das selbst für mich ein Kinderspiel. Den Rest überlasse ich dir. Okay, dann probieren wir das mal aus. Ich glaube zwar nicht, dass es sich das lohnt, wahrscheinlich sind das nur Münzen, aber hey, wenn der Lina Todesrunde hinaus sind will, dann machen wir das für ihn. Aber solche Level mag ich. Mit dieser wunderschönen Nachtmusik. Die meisten Nachtmusik-Tracks finde ich ganz cool, aber es gibt auch welche, die ich tatsächlich nicht mag. Okay, die lasse ich jetzt. Das sind nur ein paar Münzen, das lohnt sich nicht. Scoo! Ah, ich hätte wahrscheinlich da. Ah, ja, ja. Okay. Meine Schuld, sorry. Aber es geht ja nicht darum, alle Münzen einzusammeln in dieses Play. Es geht darum, auch 100% zu sammeln. Und Münzen zählen nicht so 100% in meinen Augen. Also lassen wir es. Dieser Aufbau hier erinnert mich ein wenig an Mario Brothers 1. 1, 2. Ein wenig irgendwie. Weiß nicht, findet ihr nicht? Ich find's schon irgendwie. Zack. Na komm, gib mir die Zähne. What? Gib her. Oh nein, ich hab verkackt, oder? Oh, nein, hab ich nicht. Yes. Was? Ach so, Powerblock. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ah, ganz schnell, ganz schnell. Schneller geht nicht. Wow, das war viel zu risky. Ich hätte es nicht machen sollen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Oh Gott, was mache ich hier? Warum mache ich sowas? Ui, ein Traum. Ui. Ui, 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 ui. Gibst du mir doch... Hallo? Ja, super. Geht das auch so? Ne, das ist viel zu risky. Das mache ich nicht. Das ist wahrscheinlich eh nicht mehr möglich. Naja, egal. Wow. Egal, wir haben es zumindest geschafft. Und wir haben den Stachypanzer mitgenommen, damit wir die Blöcke jetzt kaputt machen können. Warte, haben wir den jetzt auf der Old ganze Zeit an? Das wäre irgendwie ganz cool. Oder macht die es einfach so kaputt? Da bin ich jetzt gespannt, wie der das macht. Er sieht ihn an. Alle auf einmal, genau. Ihr kennt's nicht. Hat er sonst noch Aufträge? Oh, jetzt hat er die ganze Zeit an. Oh, wie cool. Münze. Oh, Secret Power-Up, Leute. Die Superballblume. Neues Element erhalten. Du kannst es beim Levelbau im Spielthema Superball Bros. Verwenden. Das ist nämlich die Super... Das ist die Feuerblume von Super Mario Land. Die machen sich darüber lustig, dass sie das damals Superball genannt haben. Cool. Und wir kriegen den Superball Mario Hut. Neue Baumeisterkleidung erhalten. Du kannst sie im Level aus aller Welt verwenden. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Und Superball Mario Anzug. Nice. Das ist ja echt gelohnt. Ja, der Rest nicht, aber das gucke ich mir sofort an. Das sieht noch nach richtig geilem aus. So. Zeig mal. Superball Mario Hut. Ah, jetzt sehe ich erst, was das ist. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn das? Hier, wenn man so guckt, sind wir das Mario-Face. Das ist Marios Gesicht. Aber halt in schwarz-weiß oder halt in grau-weiß. Und hier ein Outfit. Oh Gott, mein Bildschirm ist ausgegangen, weil ich Stand-by bin. Ich tue mal leid, ich könnte am Aufnehmen mit dem Bildschirm. So. Super Mario-Anzug. Hat was. So, und jetzt noch in einem männlichen Mii. Weil ich glaube, das sieht im männlichen Mii besser aus, tatsächlich. Hm. Geht. Ich bleibe mal ein bisschen Mii. Ich finde irgendwie Kostüme mit Weibchen besser, um ehrlich zu sein. Nice, warum nicht? Hat was, finde ich. Nicht schlecht. So, da bin ich auf Discord angeschrieben. Das wäre natürlich nie so toll, wenn ich in der Aufnahme angeschrieben werde. Aber gut, das hat man da zumindest nicht. Mit Hilfe des Stachypanzers habe ich die harten Blöcke zerstört. Jetzt kommt sie endlich an diese verführerischen Fahrzeichenblöcke. Ach, mehr gibt's nichts. Und was ist mit hier unten? Da waren noch Blöcke nach links.
Und da ist auch noch dieser Roboter, dieser, ja, was ist das? Sieht aus wie so ein Roboter-Signal-Ding. Ich weiß nicht, wer das ist. Ob das überhaupt ein Charakter ist oder ob das irgendwie so eine Bombe ist. Das erinnert mich irgendwie an diese Kartoffelmine aus Pflanzen gegen Zombies. Hier dieses Ding. Aber irgendwie, weiß ich nicht, könnte auch so ein Roboter sein, oder? Ich glaube, das ist sogar tatsächlich ein Roboter. Okay, Mario, was machst du da? Cool. Ja, ich guck mal kurz noch, was wir sonst noch so bauen können. Bei Toadette. Das Dach können wir hier bauen. Hier können wir das Dach bauen, dann haben wir die beiden durch, tatsächlich. Oder? Ich glaube schon, oder? Und den Ostflügelkanonen und dann noch das. Also hier will ich auf jeden Fall als nächstes machen, weil da habe ich am wenigsten bisher. So, und da wir jetzt alles bisher haben und ich nicht weiß, wie ich dieses Alarmding da aktiviere, machen wir erstmal weiter. Tatsächlich, endlich mal weitermachen. So, was haben wir noch nicht? Warte, wie viele Level gibt es eigentlich? Gibt es irgendwie... Ich glaube, es gibt tatsächlich 100 Level, oder? Kann das sein? Oder gibt es 50? Nein, es gibt mehr als 50. Ja, ich glaube, 100 Level. Und wir sind erst bei 33. Ein Ausspurt. Jetzt heißt es rennen, laufen, sprinten, nur nach vorne, nie nach hinten, halte Y gedrückt und verpasse keinen der Schalter. Ein aus, mit Volldampf geht es immer weiter. Nachwuchsmusiker. Alright. Oh man. Dann machen wir das. Ja, tatsächlich. Cool. Oh Gott. Da habe ich Zeit verprasselt. Oh Gott. Trampoline müssen wir jetzt mitspielen. Ich hoffe. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das Timing ist. Ich meine, die Zeit ist großzügig. Und ich wollte auch noch sagen, dass das mega gemein ist wegen den Trampolinen. Das ist echt richtig gemein, wie ich finde. Weil wenn die dann irgendwann mal nicht funktionieren, dann sieht man ja, wie man dann stirbt. Das ist nicht mehr so nice. Sondern dass der an der Ecke steht und nicht woanders, ist auch etwas fies, finde ich. Oh fuck, ich verliere meinen Speed, Yes! Gerade noch so, 3 Sekunden. Okay, die Zeit ist relativ großzügig. Das aber echt nicht viel falsch machen. Aber ich hab's geschafft. Yeah! Klatsch, klatsch, klatsch. Wie viel kriege ich? Also, man sieht, wie viel man hier einfach bekommt im Vergleich zu den Bonusdingern. Nice. Das hat sich echt gelohnt. So, und jetzt baust du gefälligst die Kanonen hier auf den Ostflügel. Yeah. Dring. 4 Level. Cool. So, ein Level packen wir noch in die Folge. Oder vielleicht sogar 2. Kommt drauf an, wie kurz das nächste Level ist. Rückprallring-Lift ins Nirgendwo. Ich möchte mal wieder so richtig herzlich lachen können. Also, wer wagt sich auf meinen Rückprallring-Kurs? Bisher hat ihn noch niemand gemeistert. Wer es doch schafft, darf zur Belohnung auch einmal in meine Portokasse greifen. Launischer Geldsack. Ja, 150, aber nicht so viel wie 300. Wir haben vorhin 300 bekommen. Dabei war das noch nicht mal so schwer. Hä? Yeah. Bap. Oh nein! Oh man! Ich glaube, ich hole mir gleich einfach Luigis Hilfe. Das kann ich jetzt gerade nicht glauben, dass sie das jetzt ernsthaft bringen. Ich habe eine Münze verpasst, gib sie wieder her. Danke. Also mit der, ohne den Helm ist es echt schwer, finde ich. Die Mütze ist viel zu schnell gewesen. Sorry, guys. Okay. Pff. Ich glaube, ich brauche Luigis Hilfe mit einem Pilz. Da oben ist einer. Nein, bleib doch oben. Yes, ich bin oben. Okay. Das ist so schwer. Hier ist es noch viel schwerer mit den Dingern, als mit dem Trampolin das zu timen, finde ich persönlich. Okay, die fliegen einfach durch. Ziel! Yes! Da, mach die mit!
Auch ein sehr kurzes Level. Vielleicht mache ich noch eins. Ach, ich weiß nicht, schon 20 Minuten. Schwer. Dring. Ja. Gut, Leute. Ja. Ich würde sagen, das war's dann hier mit dieser Folge Mario Maker. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid hier. Also, warum seid ihr sonst nicht dabei? Ich meine, ihr habt jetzt bis zum Ende geschaut. Würde mich jetzt wundern, würde jetzt nicht dabei bleiben. Aber cool. Gibt's Leute, die nicht bleiben. Aber egal. Haut rein. Gamefix, bye.